Hallo zusammen, es ist der 7. Juni, wir haben 18.09 Uhr. Ich befinde mich hier auf dem Trading Desk von der Hypovereinsbank One Market. Und in diesem kleinen Clip gibt es einen Wert, den habe ich ganz selten dabei, das ist Nordex. Vor euch liegt der 5-Jahres-Chart auf Wochensicht, eine Kerze, eine Woche. Und ich gucke da schon seit ein paar Tagen drauf auf Nordex. Ich finde die insgesamt hochinteressant, unbedingt für die Watchlist. Mir ist nämlich eins aufgefallen, und zwar nochmal, ich gehe hier auf Wochensicht drauf. Ich ziehe mir hier mal die Fibonaccis rein. Was man hier sieht, ist, dass Nordex von diesem Tief hier, was sie hatten bei rund 5,5 und dem Hoch bei 29,13, dass sie ziemlich genau die 50% Korrektur hinter sich gebracht haben im Bereich von 17,33. Gleichzeitig gilt der Trendfolger als insgesamt schon sehr tief, also auch historisch gesehen über die letzten Jahre. Und der Oszillator ist bereits deutlich überverkauft. Ich möchte euch das mal im Tageschart zeigen. Das ist jetzt der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Hier sieht man nochmal die angelegten Fibos. Und ich nehme die jetzt mal raus, damit der Chart schön sauber ist. Wir haben hier einen Doppelboden. Einmal, zweimal. Das ist im Bereich 17,07. Die Nordex ist dafür bekannt, dass sie relativ viele Hämmer hat im Chart. Das sind diese Bewegungen hier. Da wird also ein Frustverkauf gemacht, der Druck lässt nach. Und in dem Moment, in dem der Druck nachlässt, schließt die Aktie in der Nähe des Tageshochs einmal, zweimal, dreimal, viermal. Nur in diesem kurzen Bereich von November letzten Jahres. Das ist relativ viel. Diese Bewegungen hier liegen zwischen 1,10 Euro und 1,20 Euro. Wir hatten das bereits am Freitag und wie gesagt, wir haben hier einen Doppelboden. Insgesamt gab es neulich immer mal wieder Analysten, die was geschrieben haben. Die Schätzungen reichen von 21 bis zu 30. Ich glaube, 30 war die neueste. Ich weiß nicht, ob ich gleich wieder die 30 sehen muss, die wir hier oben fast gesehen haben. Eine war sehr schön, der beschrieb den Hintergrund von Nordex damit, dass natürlich die Zulieferer Probleme haben, die Sachen zuliefern an Nordex, da gibt es ein Problem und auch die Logistik. Ich meine, so ein Propeller, das ist ja nicht gerade Wurfpost, den muss man erstmal irgendwie von A nach B bringen. Die Schiffe sind ziemlich ausgebucht, das leuchtet mir absolut ein. Nichtsdestotrotz, die Auftragseingänge bei Nordex insgesamt sind vielversprechend. Vor diesem Hintergrund glaube ich, wir sind nämlich auch in der täglichen Technik hier da noch neutral, hier leicht am Drehen, aber da gebe ich noch nicht so viel drauf. Ich glaube, dass die Nordex hier irgendwo ihren Boden findet. Wenn es nicht der Doppelboden macht, habe ich noch eine andere Marke, die durchaus interessant werden kann. Und das ist diese hier. Ich mache die mal schwarz, dass man das besser sieht und ein bisschen dicker. So. Das ist die Verbindung von diesen beiden Tiefpunkten. Die liegt per heute bei 16,53. Also ich finde, Nordex sollte unbedingt mal auf die Watchlist gehen. Je nachdem, wer da bald in der Regierung sitzt, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal einen Boom geben wird in den Windenergien. Ich habe mir ein paar Scheine rausgesucht. Und zwar ist es extrem, was sie nochmal fallen können, meines Erachtens nach die 14. Da würden wir hier auf dem alten Zwischenhoch aufsetzen. Das wäre möglich. Sehe ich nicht ganz, weil sie einfach von einem ordentlichen Weg schon runterkommen. Die haben sie ja schon fast halbiert. Deswegen habe ich auf der Watchlist diesen einen Schein hier. Das ist eine Basis 14,03. Das ist lediglich ein 5er Hebel. Ja, die Kennnummer HR7G10. Wie gesagt, wir liegen hier. Man kann natürlich, wenn man mutig ist, ein bisschen drüber gehen. Das würde ich allerdings erst machen, wenn wir dieses kleine Zwischenhoch hier überboten haben bei 19,60. Mit Schlusskurs bitte. Dann kann man natürlich näher rangehen und auch ganz knapp hinter diesen Doppelboden gehen, weil im Moment 17,12. Ich denke grundsätzlich ganz positiv über Nordex nach. Mir gefallen zwar die Windräder auch nicht, aber sie ergeben Sinn, muss ich schon sagen. Wenn ich mal auf der Short-Seite schaue, tue ich mich schon schwer. Ich kann nicht hier oben einen Schein anlegen. Das kann ich nicht. Mir ist das einfach zu weit weg. Ich denke, wenn, kann ich relativ knapp hier hintergehen, hinter das obere Band und hinter dieses Zwischenhoch. Und da habe ich diesen Schein hier gefunden mit der Basis 21,19. Das wäre eine HR7G17.
Mein Augenmerk liegt jedoch eher darauf, dass der Wert hier eine Art Turnaround da machen sollte und auf Sicht von mehreren Monaten auch durchaus über den Sommer eher nochmal gen Norden läuft. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.